Zünftig wurde im City Center Amstetten gefeiert. Der Anlass? Das größte innerstädtische Einkaufszentrum in Niederösterreich ist wieder ein Jahr älter geworden und hat bei seiner Geburtstagsfeier Wiesnstimmung entfacht. Also heute ist der Trachtenkehrtag im CCA anlässlich des Geburtstags und da gibt es einige Aktionen, zum Beispiel teilen wir Flyer aus, mit denen man in Einkauf zurückgewinnen kann in Form von CCA-Gutscheinen. Da wird stündlich jemand gezogen und es gibt da in verschiedensten Geschäften Rabattaktionen. Heute gibt es ja auch die Geburtstagstorte, also schätzen wir, dass ein großer Andrang sein wird. Um 10 Uhr ist Anschnitt, also ich glaube, dass es heute gut gehen wird. Beim Tortenanschnitt werde ich dabei sein. Weiters werde ich Fotos mit den zahlreichen Besuchern hier im CCA machen. Und ja, das werden meine Aufgaben sein heute. Gesagt, getan. Die Schokoladentorte mit CCA-Geburtstagszuckerguss wurde gemeinsam in gleichmäßige Stücke zerteilt und an alle Naschkassen verteilt. Ratzfatz war das Tortenstück auch aufgegessen. Dazu wurde gratis Kaffee serviert. Ein Highlight war sicher auch die Fotostation im Trachtenlook inklusive Lebkuchenherzen. Da kommt man also gerne vorbei, nicht nur wenn Trachtenkehrtag ausgerufen wird. Na, ab und zu zum Shoppen als Ausgleich. Zum Arbeitsalltag? Ja, ein bisschen shoppen gehen, Kaffee trinken mit Bekannten. Ganz gemütlich halt einen Vormittag verbringen oder einen Nachmittag, je nachdem. Ich kenne viele Leute und kann überall Hallo sagen und das ist toll, ja. Man kann überall was finden, ne? Es gibt überall was. Es ist ein regionaler Treffpunkt und ich kann nur sagen, ich bin heute extra aus Wien angefahren, um hier an diesem Event teilzunehmen. Unterhaltung gab es auf allen Ebenen. Musikalisches Programm durch Radio Arabella, buntes durch den Trachten-Flashmob, bei dem die aktuellsten Trachtentrends präsentiert wurden und was fürs Auge durch die Neustadtler Schuhplattler. Was das allgemeine Programm im City Center betrifft, das wird in Zukunft von einem neuen Centerleiter geschrieben, verabschiedet sich doch Stefan Kretschi von seinen leitenden Aufgaben im CCA. Meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin wünsche ich einfach, dass das CCA in den Bahnen, die sie erfolgreich eingeschlagen hat, auch weiterhin erfolgreich fährt, dass das Haus weiterhin ein Treffpunkt bleibt für die Region hier und dass man das Haus auch zukünftig weiterentwickeln kann, weil das wird eine wesentliche Aufgabe auch sein und der oder diejenige, der das macht, wird auch das ganz sicherlich sehr gut machen und umsetzen können. Ja. Gut gemacht haben es auch die Glücksengel am Trachtenkehrtag. An beiden Festtagen hatten alle Kunden die Chance, ihren Einkauf in Form von CCA-Gutscheinkarten zurückzugewinnen. Verlost wurden sie im Gesamtwert von 3.000 Euro. Wenn das kein perfektes Wochenende war.